Ich hätte sie am Dach geschmissen, aber. Oder überleben sie es auch. Es gibt so Videospiele, die überleben das immer. Aber gut, aber das kann man immer so gut nebenbei machen. Aber ich bin ja schon interessiert. Also dann, das machen wir auch. Also Rucksack auf jeden Fall, Verbrechen auf jeden Fall, Fiskwellen auf jeden Fall. Also, ja, könnte 100% Run werden. Mal gucken. Bis jetzt macht es echt Bock, das alles zu machen. Das will ich auch, das kann man gut durchziehen. Weil, so. Coole Open World. Ich dachte, mit Netzschwingen liefert man Pizzas schneller aus. Und das ist doch so. Schnell und zerquetscht. Ich wusste, dass es einen Haken hat. Oh, Spidey. Ich finde ihn jetzt schon ultra cool. Ich weiß, da. Dann gehen wir nochmal ganz kurz zu Octavius, ob wir dann. Vielleicht kriegen wir dann sogar neue Ausrüstung. Mal gucken. Okay, mal probieren. Aber wir haben schon mal alle Verbrechen gelöst. Finde ich besser bei Amazing Spider-Man. Was? König des Schwingen, König des Schwingen. Bei Amazing Spider-Man 2 war es dann ja so, dass es immer Verbrechen existieren. Das ist zwar an sich natürlich realistisch. Man kann jetzt nicht sagen, man hat 5 Einbrüche und es kommt keine Einbrüche mehr. Aber es ist einfach auch nervig. Wenn du halt durchgehend Einbrüche hast und irgendwann hast du dann. Dann denkst du dann aus so, ja gut. Es hat kein. Oh, ich will da einfach hoch. Ach so. So komme ich da hoch. Ah, okay. Ja, ihr seht noch so ein bisschen, ne? Ich weiß. Ist noch nicht alles optimal. Hallo? Ist noch nicht alles optimal. Ah, ich, oh, man merkt es, aber ich habe lange kein Spider-Man mehr gespielt. Ja, okay. Hey, meine Mark One-Netzschießer. Ich habe die Speicherkapazität seit damals stark verbessern können, aber das Design ist das gleiche. Gott, ist das cool gemacht. Ich weiß, der Wind ist jetzt zu offen. Aber ist echt. Und dann mal hier lang. Also ne, hier wäre ich wirklich Bock auf 100%. Mache ich aber in manchen Games, die gerade mir ultra, wo die Welt einfach mir ultra Bock macht. So, muss die Welt aber wirklich auch mal Bock machen. Bei Far Cry 3, da war die Welt auch so ultra cool. Meine Abschlussballblume ging im Kampf mit Fisk kaputt. Symbolisiert ein bisschen mein Glück in der Liebe. Ach Mensch, ja. 12 schon. Nein, guck mal, wir haben schon 12. Ja. So. Gut, dann gehen wir mal rein. Also, ja, Leute, jetzt kommt gerade Just Effects. Also, das heißt übersprungen, hoffentlich nicht. Das ist immer doof, wenn das so, das genau in dem Moment kommt, wo du dann drückst. Egal. Ja, was gucken. Wenn ich jetzt hier rangehe, ne? Ha, verfügbar! Hm, wusste ich doch. Dass das, Interessant. Doc bindet ein einfaches räumliches Mapping-System ein. So. Fortfahren. Sehr cool. Arme bekommen dadurch ein Gespür für ihre Umgebung. Gut für das Körperbewusstsein.
Das Armgyroskop muss auf automatisch stehen. Das Armgyroskop muss auf automatisch stehen. Na warte, ich will immer einen Scan immer gucken. Dann haben wir das schon mal fertig. Ah ne, warum das überhaupt nicht? Das hat gar keinen Sinn. So, und dann machen wir jetzt. Ah ne. Set. Fertig. Jetzt können Träger der Prothesen sehr viel besser das Gleichgewicht halten. Doc versucht, den Gesamtenergieverbrauch der Prothese zu verringern. Ah, so, lol. Super. Viel effizienter und vermutlich sicherer. Gut. Ich gehe dann mal ganz um den Spektrographen und dann würde ich sagen, beende ich das für heute. Dann haben wir das, dann haben wir die ganzen Nebenmissionen soweit beendet, ne? Na, soweit natürlich nur. Aber ich finde das einfach mal ganz cool gemacht, Was wollte Doc denn damit? Rätsel. Ah, ja, ich weiß, das war dieses doppelte Ding, ne? Ah, interessant, das ist ein Minus-Ding. Ah, cool.
Ah, das Spiel erklärt immer ganz gern alles. So, nur so. Wir brauchen da zwei. Ne, warte. Da ist da aber zwei zu viel. Nimm da mal ein. Und nimm da. Ne, das sind das viel zu viel, okay. Und nimm mal das. Nimm das. Nein, oh nein. So, das sind jetzt zwei zu viel. Dann, ne, dann so, ne? Ne, dann das, das, oh lol. Ja, gleich drauf kommen können. Interessante Idee. Findest du den Dinger gar nicht so? Also ich habe halt Reviews zum Vorher geguckt. Aber wer weiß, wie stark es sich langfristig abnutzt. Es könnte sich aufspalten. Ich habe auch Reviews vorher geguckt, aber haben alle manchmal gemeint, es ist nervig ist, aber nicht schon für zu nervig. 20 Rätsel sind ja insgesamt mit den anderen auch zusammen. Ich hätte es gar nicht so nervig. Hat die Biokompatibilität von Graphen getestet. Lol, als ob. Ich hab wieder ein Minus-Ding, scheiße. Nein, ich hab kein Minus-Ding mehr, fuck. Da. Wir sind an die beiden. Die nicht die beiden, dann halt nicht. Dann sind wir an die beiden. Und das sind da. Was? Nein, auch nee, macht er nicht alles kaputt. Ärgerlich. Aber was war denn das jetzt? Gott. Das hier. So. Und so, so geht das aber auch. Okay, es geht nicht. Das nicht. Das und jetzt das hier unten, wie das? Nein, nein! Herrgott, nochmal das hier und jetzt das da unten. Es geht ja, damit geht so. Oh, es geht anders ja nicht. Bitte, bitte geh jetzt. Yes! Gut. 5? Okay. Nicht so toll. Ziemlich hohe Zytotoxizität.
eher kein geeignetes Gewebeinterface. Gut. Da würde ich sagen, dass wir jetzt hier einen Schnitt setzen und im nächsten Part weitermachen mit Let's Play. Spider-Man, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.